und herzlich willkommen zu Gamma Wissen. In der heutigen Expertenrunde wollen wir uns mit dem Thema Globalisierung aus Sicht der Staaten beschäftigen. Bevor wir aber in die Expertenrunde gehen, schauen wir uns einen kleinen Film an mit dem Thema, was ist eigentlich Globalisierung? Als sich vor rund zwei Jahrtausenden die ersten Händler aus China auf den Weg über die Meere Richtung Westen machen, ahnen sie noch nicht. Sie sind nicht nur einfache Händler, sie sind auch Urväter der Globalisierung. Dann die Zeit der Entdecker, Christoph Kolumbus, Marco Polo. Mit ihnen kommt der Handel mehr und mehr in Schwung. Waren werden von A nach B und zurückgetauscht. Auch Menschen werden transportiert, Reisende, Siedler, Sklaven. Schnell und schneller gehen derlei Transporte auch über Land. Die Hilfsmittel dank der fortschreitenden Technik immer komfortabler, immer besser, immer koordinierter. Die Ziele immer entfernter, die Frequenz immer häufiger. Bald sind Schiffe, Lastwagen, Waren und Flugzeuge in der Lage, in kürzester Zeit zu den entlegensten Orten der Welt zu gelangen. Zum Beispiel nach Hamburg in den Altonaer Fischmarkt. Noch schneller die Informationen, der Austausch von Daten, der erste Telegraph, der erste Computer, Telekommunikation. Man ist immer und überall auf Handy erreichbar. Heute ist der Transport von Daten ein Geschäft von Sekundenbruchteilen. Alles in allem ein weltumfassendes Netz, dessen Maschen immer enger werden. Die Welt wird zum Dorf. Ein unaufhaltsamer Prozess mit allen Vor- und Nachteilen. Das ist Globalisierung. Ja, wir haben es eben gerade im Beitrag gesehen. Es gibt Vor- und Nachteile für die Globalisierung. Und zu diesem Thema haben wir heute ein paar Experten eingeladen. Dazu möchte ich heute die Gabby begrüßen. Sie hat vor uns in ihre Glaskugel geschaut und mal einen Blick in die Zukunft geworfen. Hallo. Weiter begrüße ich den Experten für die Kontraseite der Globalisierung. Hallo Alexei. Hallo Mal. Und den Experten für die Pro-Seite der Globalisierung. Hallo Antonio. Hallo Martin. Die erste Frage möchte ich gleich an Antonio stellen. Antonio, wird der Wohlstand durch die Globalisierung in Deutschland gemehrt? Ja, die Globalisierung mehrt den Wohlstand in den Industrienationen und somit auch bei uns in Deutschland. So erhöht sich zum Beispiel die Nachfrage nach bestimmten deutschen Produkten wie Werkzeugen, was unsere Exportzahlen steigen und somit auch Arbeitsplätze entstehen lässt. Ja, mein lieber Antonio, die unpoetischen Dichter der Globalisierung, man könnte sie auch Fantasten, Lügner, Propagandisten oder Lobbyisten nennen, schwärmen hinterlistig von der allgemeinen Wohlstandsmehrung durch die Globalisierung und philosophieren von einem Zusammenwachsen aller Völker. Doch was bleibt wirklich, wenn man den Nebel der Wunschträume und Verschleierung zu durchdringen versucht? Man verzeichnet auch den Wohlstandsverlust in den Industrieländern. Vor der durch den Zollabbau künstlich entfachten Globalisierung ist der Wohlstand recht rasant von Jahr zu Jahr angestiegen. Alle 25 Jahre hat er sich in etwa verdoppelt. Nach dem massiven Zollabbau um etwa 1980 herum, dem Startschuss für die Globalisierung, wurde diese stete Entwicklung recht abrupt abgebrochen. In Deutschland kam es sogar zum Wohlstandsabbau, Verringerung der realen Nettolöhne. Ein weiterer Punkt, der für die Globalisierung spricht, ist, dass einigen Schwellenländern der Aufstieg zur Industrienation ermöglicht wird. Alexei, wie verändert Globalisierung die Arbeitsplätze in Deutschland? Ja, natürlich durch den Jobverlust in den Industrieländern. Durch die Globalisierung vollzog sich in Deutschland ein Wandel von der Vollbeschäftigung zur Massenarbeitslosigkeit. Ganze Produktionsbereiche wurden nahezu ausgerottet. Kameras, Computer, Handys, Textilien, Haushaltsgeräte, Büromaschinen und so weiter. Deren gut ausgebildete Facharbeiter fielen in ein tiefes Loch und mussten zu hohen Kosten umgeschult werden, um dann zu weit schlechteren Konditionen in anderen Branchen unterzukriechen. Die Zukunftsperspektiven sogar der jungen Leute haben sich vielerorts dramatisch verschlechtert. An diesem generellen Trend ändert auch wenig der Aufwärtstrend von 2006 bis 2008, der durch die Mehrwertsteueranhebung bei der gleichzeitigen Absenkung der Lohnnebenkosten entstanden ist. Jedes Land spezialisiert sich auf bestimmte Produkte, was zu Kosteneinsparungen und somit zu günstigeren Verbraucherpreisen führt. Ja, das ist ja alles schön und gut. Die Globalisierung beschert einen eskalierten Warentourismus. Weltökonomisch völlig sinnlos werden heute Waren und Zubehörteile rund um den Globus hin und her geschoben, zum Schaden für die Umwelt. Milliarden Tonnen von Feinstaub und Kohlendioxid gelangen dabei in die Luft und bringen zig Millionen Menschen für Krankheit und Tod. Der aufgeblähte Warentransport ist mitverantwortlich für die sich anbahnende Klimakatastrophe. Alexei,
Welche Auswirkungen hat die Globalisierung auf die Marktwirtschaft? Ja, die Globalisierung zerstört die Prinzipien der Marktwirtschaft. In einem intakten Binnenmarkt herrscht ein fairer Wettbewerb, in dem sich die Interessenskonflikte von Arbeit und Kapital zum Nutzen aller ausgleichen. Die Globalisierung zerstört jedoch diese Basis des produktiven Fortschritts. Das Kapital kann dadurch ungeniert schalten und walten, wie es will, und dort investieren, wo es die günstigsten Bedingungen vorfindet. Niedrigste Arbeitskosten, niedrigste Steuern, höchste Subventionen. Die Globalisierung hat dem Kapital alle Tore geöffnet, um die Völker und die Staaten dieser Welt zu erpressen und auszunutzen. Vielen Dank, Alexei. Die Frage wäre noch, was passiert eigentlich mit der Finanzwelt? Die Finanzwelt. Die ganze Finanzwelt gerät außer Kontrolle. Der Abbau der Zölle bedeutet letztlich globale Dumpingwettbewerb bei der Produktion. Doch damit ist das unfaire Spiel noch lange nicht beendet. Denn mit der Auslagerung von Fabriken geht auch eine Internationalisierung im Finanzwesen einher. Die traditionelle Bindung zu den inländischen Hausbanken verliert sich. Kreditsucher und Geldanleger suchen weltweit nach besseren Angeboten. Dies führt zu einer gefährlichen weltweiten Vernetzung und Abhängigkeit der Banken untereinander und zu ständigen neuen Finanzprodukten, die kaum noch jemand versteht und die von der staatlichen Bankenkontrolle nicht mehr erfasst werden können. Alexei, vielen Dank an dieser Stelle für deine Argumente. Antonio, möchtest du noch diesem Argument etwas entgegensetzen? Natürlich, Martin. Ja, vielen Dank, Alexei, für deine Aussagen. Ich möchte an dieser Stelle noch einige Punkte nennen, die trotz allem für die Globalisierung sprechen. Nur die Globalisierung bietet uns die Möglichkeit, internationalen Handel zu betreiben, was dann sinkende Verbraucherpreise zur Folge hat. Des Weiteren kann durch die Arbeitsteilung die gesamte Wirtschaftsleistung und der Wohlstand gemehrt werden, da neue Arbeitsplätze entstehen. Hier zum Beispiel im Bereich der Logistik. Die Länder und Regionen haben jetzt bessere Möglichkeiten, ihre Produkte abzusetzen und die Entwicklung der Wirtschaft zu fördern. Daraus resultiert, dass sich der gesellschaftliche Wohlstand steigert. Dafür gibt es natürlich auch ganz konkrete Vorteile. So kann man in Deutschland das ganze Jahr über frisches Obst essen, das aus allen Ländern geliefert wird, oder auch billige Waren aus China erwerben. Man kann ebenso auch Kaffee und Tee aus verschiedenen Ländern genießen. Ohne Globalisierung werden diese Produkte entweder gar nicht zu kaufen oder wesentlich teurer. Man kann fast die ganze Welt bereisen und überall auf der Welt miteinander kommunizieren. Schnell und kostengünstig, durch zum Beispiel das Internet oder auch das Telefon. Gabby, du hast vor uns in eine Glaskugel geschaut. Was kannst du uns für die Zukunft der Globalisierung voraussagen? Ja, die Globalisierung ist ein Prozess, der noch längst nicht abgeschlossen ist und auch nicht aufgehalten werden kann. Deutschland ist und bleibt ein Opfer der Globalisierung. Gewinner der Globalisierung sind bislang und werden China und Indien sein. China verzeichnet schon jetzt jährlich eine Wachstumsrate von über 8% und diese wird auch weiter so steigen. Des Weiteren muss Deutschland mit steigender Arbeitslosigkeit und Druck auf die Löhne kämpfen. Und der Lebensstandard breiterer Bevölkerungsschichten wird weiter sinken. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Experten für ihre interessanten Beiträge bedanken und möchte mich von ihnen verabschieden. Tschüss! Cool geschaut und wird uns einen Blick in die Zukunft geben. Was ist denn los? Was soll das? Gabi, du hast vor uns eine... Antonio, du bist ein Pal, die Fresse! Wir sind doch die ganze Zeit da. Ja, okay. Okay. Ich knalle gleich mal über mit meiner Glaskugel, da sei dir freundlich. Und Action. Ja. Und Action.